Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss sagen, ich habe genauso viele Manschetten wie beim letzten Mal vor 4 Jahren, als ich hier geredet habe. Und jetzt hat der Heinrich die Messlatte nochmal höher gelegt. Also mal sehen, ob ich das wirklich hinbekomme. Ich möchte aber vorab Folgendes sagen. Es ist mir nicht nur eine Freude und eine besondere und große Ehre, hier zu sprechen, sondern es ist mir eine sehr große Ehre, nach einem solchen Betriebsratsvorsitzenden zu sprechen. Und mir fällt dazu noch Folgendes ein. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren war es, da haben wir ein Papier diskutiert an der Universität zur Industriepolitik, das kam von einem gewissen Herrn Altmaier. Da hat er argumentiert, die deutsche Wirtschaft müsse davor geschützt werden, dass strategisch wichtige Betriebe kaputt gemacht werden. Wenn jetzt der Fall ist, dass ein Unternehmen, ein Betrieb, der hervorragend arbeitet, tatsächlich, ja, wie soll man sagen, den Geiern zum Fraß vorgeworfen wird, dann frage ich mich, Herr Altmaier, wozu schreiben Sie industriepolitische Papiere? Wenn Sie nicht intervenieren da, wo es nötig und wo richtig ist, dann können diese Papiere in den Abfalleimer, dann brauchen wir sie nicht, dann muss die Straße dafür sorgen, dann müssen die Gewerkschaften dafür sorgen, dass es anders wird. Beim letzten Mal habe ich behauptet, dass wir eine Zeitenwende erleben. Ich hätte mir aber nicht träumen lassen, dass ein Virus eine weltweite Pandemie auslöst, die bis zum heutigen Tage mehr als im unmittelbaren Sinne 3 Millionen Menschen das Leben gekostet hat, allein 1 Million in den USA und in Brasilien. Deshalb, das wisst ihr alle, ist es keineswegs selbstverständlich, dass wir heute hier stehen und öffentlich den 1. Mai begehen. Ich weiß, dass manche überzeugten Gewerkschafterinnen sich fragen, ob es richtig ist, in Zeiten der Pandemie öffentlich zu demonstrieren. Selbstverständlich kann man da unterschiedlicher Meinung sein. Aber sollen wir die Straßen und Plätze querdenkenden Verwirrten überlassen? Nein, das machen wir nicht. Wir demonstrieren heute mit Anstand, Abstand, Maske und solidarisch. Damit setzen wir ein Zeichen. Der Start der Pandemie ist ein Start, der im Rahmen der Verfassung, ich betone, im Rahmen der Verfassung, Grundrechte einschränkt. Die einzige Legitimation für diese Politik ist die Pandemie. Wenn die Pandemie vorbei ist, fordern wir alle unsere Grundrechte sofort zurück. Und es ist auch schon jetzt nötig. Es ist auch schon jetzt nötig, dass wir Grundrechte gezielt wahrnehmen. Demokratie benötigt Öffentlichkeit, Opposition, Streit, Disput, Versammlungen, Demonstrationen und Streiks. Diese Grundrechte müssen dauerhaft gesichert bleiben, trotz Krisen jeglicher Art. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es gut, dass im Jahr der Pandemie kaum weniger Streiks stattgefunden haben in Deutschland als in den Jahren zuvor. Die Gewerkschaften haben Stärke und vor allen Dingen Fantasie bewiesen. Unter schwierigsten Bedingungen haben sie gezeigt, dass sich Tarifrunden und Streiks auch online organisieren lassen. Sie haben gezeigt, dass sich mit smarten Formen des Arbeitskampfs auf neue Bedingungen, einstellen können. Von wegen Dinosaurier des Industriezeitalters mit den Gewerkschaften ist zu rechnen, auch und gerade im digitalisierten Kapitalismus. Klar ist aber auch, dass wir keine gemeinsame Sache mit denen machen, die Covid-19 bagatellisieren, die den Klimawandel leugnen, die Wissenschaft in Frage stellen und auf diese Weise zur Zerstörung der Vernunft beitragen. Erinnert euch, es war Donald Trump, den ich bei meiner letzten Braunschweiger Rede als Beleg für die Behauptung einer Zeitenwende genannt hatte. Tatsächlich hat Trump seinen Neusprech nach dem Motto Wahrheit ist Lüge bis zu einem Punkt vorangetrieben, den ich selbst keinesfalls für möglich gehalten hätte. Alle wissen es, schon ein halbes Jahr bevor die Präsidentschaftswahlen stattgefunden haben, wurde souffliert, die Wahlen werden gefälscht. Und das hat er so weit getrieben, dass
ein faschistoider Mob die Worte in Taten umgesetzt hat und mit Waffengewalt das Kapitol gestürmt hat. Das ist eine Form der Radikalisierung, die wir unter keinen Umständen hinnehmen dürfen. Und umso bemerkenswerter ist es, dass diese Politik verloren hat, dass Trump abgewählt ist und auch wenn mit dem neuen Präsidenten Biden nicht alles gut wird, es ist gut, dass dem ein Riegel vorgeschoben worden ist und dass die Zerstörung der Vernunft zumindest auf dieser Ebene tatsächlich eine Grenze gesetzt bekommen hat, die man dringend braucht, um Demokratie überhaupt noch bewahren zu können. Ich muss dazu sagen, dass diese Abwehr gelungen ist, ist vor allem ein Triumph von Bewegungen wie Black Lives Matter. Ein Triumph, zu dem Gewerkschafterinnen maßgeblich beigetragen haben. Wir alle erinnern uns an die schrecklichen Bilder mit den Todesqualen von George Floyd. Zu Tode drangsaliert durch einen rassistischen Polizisten. Wir haben aber auch die machtvollen Proteste gesehen, die zu diesem Polizistenmord weltweit ausgelöst wurden. Nun ist der Täter verurteilt und wird bestraft. Das zeigt, was weltweite Solidarität bewirken kann. Diese Solidarität ist eine internationale, eine globale und das ist ganz wichtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sollte uns ermutigen. Solidarität ist Zukunft, auch bei uns und in unserer Gesellschaft. Der Umgang mit Covid-19 macht uns allen klar, bei uns gibt es vieles, was grundlegend verändert werden muss. Wie unter einem Brennglas hat die Pandemie alle Unsicherheiten und Ungleichheiten sichtbar gemacht, die ein ungezügelter Kapitalismus seit langem mit sich bringt. Privatisierungen und finanzielle Ausblutungen der Gesundheitssysteme haben die sozialen Sicherungen in vielen Ländern derart geschwächt, dass Covid-19 zu einer ernsten Bedrohung selbst der ökonomischen Globalisierung werden konnte. Die Auswirkungen sind schon jetzt erschreckend. Ich nenne nur exemplarisch eine Zahl. Viele Jahre hat man sich damit gerühmt, dass die Globalisierung immerhin die extremsten Formen der Armut zum Verschwinden gebracht hat. Das ist mit der Pandemie vorbei, mit der Pandemie und der Rezession, die ihr folgt. Covid-19 hat dafür gesorgt, dass erstmals seit Jahrzehnten sämtliche Formen der Armut wieder zunehmen. 2020 sind allein 71 Millionen Menschen zusätzlich in die extremste Form der Armut getrieben worden. 4 Milliarden Menschen verfügen über keinerlei Sozialschutz und auch die Bekämpfung des Hungers hat einen ernsten Rückschlag erlitten. Das zeigt, welche dramatische Auswirkungen eine solche Pandemie in einem Kapitalismus hat, der tatsächlich nicht in der Lage ist, das, was in den Nachhaltigkeitszielen Ziel 3 festgeschrieben ist, Gesundheit für alle, Wohlergehen für alle, tatsächlich einzulösen. Ich will nur darauf hinweisen, voraussichtlich werden rezessionbedingt in der Pandemie weltweit bis zu 400 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Und es kommt hinzu, die 1,6 Milliarden Menschen, die in der Schattenwirtschaft arbeiten, ohne jeden Schutz, sind von Lock- und Shutdowns existenziell bedroht. Das heißt, es gibt nur die Alternative, entweder sich der Krankheit auszusetzen oder zu Hause zu bleiben. Eine ganz furchterregende Alternative. Und das ist noch lange nicht vorbei, das müssen wir klar sehen. Das zeigt, die Pandemie ist ein globales Problem. Sie lässt sich nur solidarisch und global bekämpfen. Im Moment ist eher das Gegenteil der Fall. Aller Solidaritätsbekundungen zum Trotz haben sich ganze 10 Staaten 76% des verfügbaren Impfstoffs gesichert. 85 einkommensschwache Länder werden möglicherweise erst 2024 mit dem Impfen und dem Immunisieren beginnen können. Das bedeutet, wir haben eine gespaltene Welt und es spricht alles dafür, dass die Mutationen des Virus dann dafür sorgen können, dass er eben auch wieder auf die geschützten Gesellschaften zurückschlägt. Das heißt, es ist reiner Irrsinn, die Pandemie als globales Problem zu sehen, aber eben nicht als globales Problem tatsächlich anzugehen. Impfstoff, Gesundheitsschutz, das muss zu einem öffentlichen Gut werden und das darf nicht profitgetrieben sein. Eine Gesellschaft, ein Wirtschaftssystem, das die Erzeugung von lebenswichtigem Impfstoff tatsächlich unter Profitgesichtspunkten betreibt,
wird für immer mehr Menschen zu einem lebensbedrohenden Risiko. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn es eher immer mehr Menschen gibt in der Welt, die sich fragen, ob sie dieses systemische Risiko noch eingehen wollen. Es ist aber so, wir müssen nicht nur in die Ferne schauen. Wir haben selbst eine Unmenge von Zukunftsproblemen, die wir angehen müssen. Ich könnte bis heute Abend reden, um das alles aufzuzählen, was sich dringend ändern muss. Werde ich natürlich nicht tun, keine Angst, auch wenn Soziologen gerne lange reden. Aber ich will zumindest drei Zukunftsthemen ansprechen. Das erste Zukunftsthema sind die sogenannten Helden, Heldinnen und Helden des Alltags. Das sogenannte kann ich streichen. Wie war das am Anfang der Pandemie? Plötzlich standen Kolleginnen und Kollegen im Rampenlicht, von denen früher nie die Rede war. Das Pflegepersonal in den Altenheimen, das Pflegepersonal in den Kliniken, auf den Intensivstationen, die Kassiererin im Supermarkt, der Busfahrer und viele andere mehr. Und was wurde nicht alles an Versprechungen gemacht? Dass die Helden des Alltags endlich auch die Anerkennung bekommen sollen, die sie verdienen. Es wurde auf den Balkons geklatscht. Was ist davon geblieben? Was hat die Politik von ihren Versprechungen realisiert? Fast nichts. Es hat eine Prämie gegeben für einige wenige. Ich kenne eine feministische Journalistin, deshalb kann ich es zitieren, wie sie es gesagt hat. Sie hat gesagt zu dieser Prämie, dass es Kleingeld in den Ausschnitt der Bluse gesteckt. Das ist obszön. Und das hat nichts mit dem zu tun, was diese Berufe tatsächlich brauchen. Gesellschaftliche Aufwertung, symbolisch, aber auch materiell und finanziell. Und lasst mich eines sagen, diese Aufwertung ist nicht zu erreichen ohne Tarifvertrag. Wir brauchen verbindliche Tarifverträge für die Sozialwirtschaft, für die Gesundheitswirtschaft. Und wenn es nicht anders geht, dann muss der Staat dafür sorgen, dass sie verbindlich erklärt werden. Und auch das will ich sagen. Ein solcher Tarifvertrag hat bereits im Bundesarbeitsministerium gelegen. Der hätte verhandelt werden und beschlossen werden können. Es ist ein Skandal, dass es kirchliche Träger sind, die sich geweigert haben, mit Sonderrechten der Kirche tatsächlich einer solchen Tarifvereinbarung zuzustimmen. Das geht nicht. Das ist das Gegenteil von Solidarität. Das muss sich ändern. Deshalb dürfen wir nicht locker lassen. Wir müssen solche Tarifverträge erzwingen und erkämpfen. Sonst wird es nichts mit der Aufwertung der systemrelevanten Berufe. Das bringt mich zu einem zweiten Zukunftsthema der Wirtschaftspolitik. Alle erinnern sich noch, was wir viele, viele Jahrzehnte gehört haben. Geht nicht, können wir nicht machen, ist nicht bezahlbar. Wer kennt das nicht, das ewig gleiche Lied von den leeren Kassen, der schwarzen Null, dem Schuldenmachen des Staates, also der angeblichen Todsünde des Schuldenmachens. Was erleben wir nun in der Corona-Krise zum zweiten Mal innerhalb von Jahrzehnten? Das Geld ist da. Der Staat macht Schulden. Ja, es ist überhaupt scheinbar gar kein Problem. Immer neue Schuldenberge, die sich anhäufen, um die Wirtschaft zu retten. Das ist gut so. Das ist gut so. Mit dem Zusatz, dass man sich schon fragt, und das ist heute Morgen vom Jugendbündnis schon angesprochen worden, warum fließen die Milliarden in Großkonzerne, ohne dass der Staat sagt, dann wollen wir aber auch ein Mitspracherecht der Belegschaften darüber, was mit dem Geld eigentlich passieren soll. Und dann müssen Massenentlassungen verboten werden. Was machen Unternehmen wie die Lufthansa? Das genaue Gegenteil. So eine Politik brauchen wir nicht. Deshalb reicht es nicht aus, dass Milliarden bereitgestellt werden, um die Wirtschaft zu retten. Es kommt darauf an, wohin die Milliarden fließen. Deshalb ist es wichtig, dass wir in den Betrieben, in den Unternehmen, aber auch in den Regionen darauf achten, wohin das Geld fließt, wofür es verwendet wird. Wir brauchen Milliarden für eine punktgenaue sozialökologische Transformation. Dazu brauchen wir Industrie- und wirtschaftspolitische Fantasie. Und wo ist das Know-how dafür besser angesiedelt als in den Regionen? Ich erinnere mal dran,
In der Satzung beispielsweise der IG Metall steht, dass sie für Wirtschafts- und Sozialwerte in den Regionen ist. Ja? Der berühmte Ökonom Atkinson hat dafür plädiert, solche Räte einzurichten. Ich würde dafür plädieren, schaffen wir Nachhaltigkeits- und Transformationsräte, und deren erste Aufgabe muss sein, hinzugucken, wohin die Gelder fließen und dafür zu sorgen, dass sie an die richtige Stelle fließen, dafür zu sorgen, dass Ideen auch von unten entwickelt werden und dass man eben einspringen kann und Perspektiven denen bieten kann, die von oben platt gemacht werden. Denn das ist ja nicht nur der eine Betrieb, nicht nur Zollern, von dem wir heute gehört haben. Das ist ja das, was überall in der Republik passiert. Die Konzernvorstände gehen her, holen ihre Papiere aus den Giftschränken und nutzen die Pandemie, um das zu machen, was sie immer schon machen wollten. Verlagern in Billiglohnländer, Tarifdumping begehen und so weiter. Ja, das müssen wir verhindern. Und das geht nur, wenn es eine zivilgesellschaftliche Kontrolle über die Gelder gibt, die diese Unternehmen zusätzlich einstreichen. Und lasst mich eines dazu sagen. Die marktradikale Wirtschaftspolitik hat versagt. Ein grundlegender Politikwechsel muss her. Wir brauchen öffentliche Investitionen in den sozialökologischen Umbau. Nur das wird neue Jobs schaffen. Aber was wir nicht brauchen, ist ein Zurück zur Schuldenbremse. Ein Zurück zu marktradikaler Wirtschaftspolitik. Wir wollen einen echten Paradigmenwechsel. Und schaut genau hin bei den Wahlen, die vor uns liegen, wem ihr die Stimme gebt. Keine Stimme für diejenigen, die einfach zurück wollen zum alten Regime, zur alten Normalität. Da war zu vieles schlecht. Wir brauchen eine neue, eine bessere Gesellschaft und dafür auch die entsprechende Wirtschaftspolitik. So, und jetzt höre ich, das habe ich auch beim letzten Mal schon angesprochen, wie wollen wir das alles bezahlen? Ja, und man muss sich ja gar nichts vormachen, wenn man so auf die Stimmen aus dem Arbeitgeberlager hört, etwa vom Gesamtmetall, dann ist davon die Rede, die IG Metall solle doch Abstand nehmen von ihren Powerstreiks, ihren 24-Stunden-Streiks, ich erinnere mal dran. Da waren 1,5 Millionen Menschen aktiv, ja, die für eine Arbeitszeitverkürzung mit individuellen Wahloptionen gestritten haben. Zukunftsweisend war das, ja. Und da sagt der Arbeitgeberverband, wenn ihr so weitermacht, dann lassen wir es bleiben mit dem Flächentarifvertrag und dann könnt ihr mal sehen, wie weit er mit dem Häuserkampf kommt. Das ist eine Kampfansage, die zeigt aber, worauf wir zusteuern werden, auf härteste Verteilungskämpfe. Darauf müssen wir uns vorbereiten und dazu braucht es Solidarität, denn nur Solidarität gegen solche Politik wird tatsächlich Zukunft schaffen. Und zur Finanzierung einen letzten Gedanken. Woher soll das Geld kommen, um die Schulden zu bezahlen? Fangen wir doch mal an mit einer gerechten Steuerpolitik. Das wäre doch mal was. Die Pläne liegen seit langem auf dem Tisch. Die Ungleichheiten werden immer größer. Warum nicht endlich eine Einmalabgabe der Reichen und Superreichen? Warum nicht eine progressive Einkommenssteuer, die diesen Namen verdient? Und jetzt füge ich noch was hinzu. Da sollte man auch mal drüber nachdenken. Das ist ein Vorschlag des sehr bekannten Ökonomen Thomas Piketty. Thomas Piketty hat gesagt, man muss darüber nachdenken, das Erbschaftsrecht in ein Recht auf Zeit zu verwandeln. Denn es ist eigentlich überhaupt nicht mehr zu sehen, warum Großkonzerne die Etats haben, die die von Nationalstaaten weit überschreiten und die Produktionsentscheidungen treffen, die das Überleben der Menschen berühren. Warum solche Großkonzerne einfach an Leute vererbt werden, die meist vom Geschäft gar keine Ahnung haben. Das sei nicht mehr zeitgemäß, hat er gesagt. Deshalb ein Erbschaftsrecht, das große Vermögen nicht mehr weiter vererbt, sondern im nächsten Schritt in ein kollektives Eigentum, das muss kein Staatseigentum sein, verwandelt. Das wäre doch keine schlechte Maßnahme, oder? Darüber sollte man doch nachdenken. Und wenn man dann auch noch die Beschäftigten, die Arbeitenden mit darüber entscheiden lässt, was, wozu und zu welchem Zweck produziert wird, dann ist das eine richtige Entscheidung, die das Tor in eine bessere Gesellschaft weit aufstoßen würde.
weit aufstoßen würde. Dazu ein letztes Beispiel. Das schwedische Forschungsinstitut SIPRI hat festgestellt, trotz Pandemie sind die Rüstungsausgaben gegenwärtig im Jahr 2020 auf einem Rekordniveau, so hoch wie nie zuvor. Ja, wenn man, das ist ja klar, vor der Pandemie ist nach der Pandemie ist vor der Pandemie, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Wenn man, was wir eigentlich brauchen, ein weltweites Sicherungssystem haben möchte, ein Vorsorgesystem, das uns vor künftigen Pandemien schützt, dann kann man das errichten, aber die Virologen sagen auch, das ist ziemlich teuer. Für immer neue Rüstungsgüter gibt es dann eigentlich kein Geld. Was ist die Konsequenz? Rüstung oder Pandemie? Rüstung oder Schutz vor Pandemie? Dann lieber Schutz vor Pandemie. Und das heißt, besser als eine bewaffnete Drohne nicht anzuschaffen und nicht einzusetzen, ist sie gar nicht erst zu produzieren. Das sind die Entscheidungen, die wir brauchen für die Zukunft. Und dafür brauchen wir Solidarität. Letztes Zukunftsproblem, was ich ganz kurz ansprechen will. Das ist die digitale Ökonomie. Alle haben es mitgekriegt. Milliardengewinne von den Big Five, insbesondere von Amazon. Allein Amazon im letzten Quartal. Rekordumsätze, Rekordgewinne. Und was machen sie mit den Belegschaften? Vielleicht haben es einige mitbekommen im Fernsehen. Es gibt tatsächlich ein norddeutsches Werk, wo man die FFP2-Masken, die wirksamsten Schutzmasken, verbietet. Das heißt, die Beschäftigten, die diese Profite erwirtschaften, die sind sozusagen die Fußabtreter für die Konzernleitung. Und man genehmigt nicht mal die FFP2-Masken, weil es bedeuten würde, dass sie das Anrecht auf eine zusätzliche Pause hätten. In anderen Werken ist es so, man lässt die FFP2-Masken zu, man lässt sie zu, aber man zahlt die Pausen nicht. Und das in einem Konzern, wo allein Jeff Bezos während der Pandemie sein Vermögen so vergrößert hat, dass er jedem Amazon-Beschäftigten eine Prämie von 1.000 Euro bezahlen könnte und er hätte immer noch genauso viel Geld wie vor der Pandemie. Das ist krank, das kann man nicht anders sagen. Das ist ein Irrsinnssystem, das wird abgeschafft. Und das bedeutet, das kann nichts anderes bedeuten, als dass wir uns mit den Big Five und den großen Tech-Konzernen anlegen müssen. Worauf beruht deren Geschäftsmodell? Darauf, dass sie uns alle unbezahlte Datenarbeit verrichten lassen. Wir googeln, hinterlassen eine Datenspur, die dann vom Unternehmen genutzt wird, um Produkte zu erzeugen für passgenaue Werbung, aber eben auch, um beispielsweise in den US-Wahlkampf zu intervenieren mit entsprechenden Strategien. Wir alle sind die Ausgebeuteten. Also wir werden ausgebeutet, selbst wenn wir nicht arbeiten. Wir werden ausgebeutet, wenn wir Google nutzen. Das kann so nicht weitergehen. Deshalb führt ein Weg zu einer wirklichen Demokratie nur über den Konflikt mit den Big Five. Das Netz ist ein öffentliches Gut. Der Zugang für alle muss gesichert werden. Und das geht nur, wenn die Big Five einen Gutteil ihrer Macht verlieren. Digitaler Sozialismus statt Überwachungskapitalismus ist das Gebot der Stunde. Das sagt der Internetkritiker Jewgeni Morozov und da gebe ich ihm uneingeschränkt recht. Ich möchte ein letztes Problem ansprechen und komme dann zum Schluss. Irgendwann, das hoffen wir alle, wird die Pandemie vorbei sein. Irgendwann und hoffentlich nicht in allzu ferner Zukunft. Und dann werden wir sehen, hinter der Pandemie lauert eine Krise, die noch viel schrecklicher ist. Ich habe sie wissenschaftlich als ökonomisch-ökologische Zangenkrise bezeichnet und damit ist schlicht gemeint, dass bei Anhalten der Gegenwartstrends Wirtschaftswachstum sehr ungleich verteilt, vor allen Dingen aber auch auf der Basis von immer höheren klimarelevanten, klimaschädlichen Emissionen, hohem Ressourcenverbrauch und hohem Energieverbrauch in die Zukunft verlängert, dazu führen wird, dass wir nicht ein 1,5 Erderhitzungsszenario erreichen, wie es der Weltklimarat als einzig beherrschbares Szenario empfiehlt.
Wir landen bei einer 3,5, 4 oder sogar 4,5 Erderwärmungswelt. Das würde heißen, dass große Teile des Planeten nicht mehr bewohnbar sind. Nicht mehr bewohnbar sind. Und das Schreckliche an dieser Konstellation ist, dass die Zeitbudgets immer geringer werden, um die Weichen zu stellen, in die richtige Richtung zu stellen. Wir erleben das gegenwärtig in der Pandemie. Die Emissionen sind so weit eingebrochen, wie das seit 30 Jahren nicht der Fall ist, beim ersten Lockdown. Mittlerweile gehen sie aber wieder hoch und erreichen schon wieder Rekordniveau. Ja? Also die Chance, gewissermaßen umzusteuern, die Chance 2019 den Peak gehabt zu haben bei den Emissionen, die droht verspielt zu werden. Das vor Augen, das müssen wir ganz klar sehen, muss rasch gehandelt werden. Deshalb sind die Klimabewegungen nicht unsere Feinde. Das Gegenteil ist der Fall. Gewerkschaften und ökologische Bewegungen müssen zusammenarbeiten. Sie dürfen sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Das, so schwer es ist, das müssen wir sehen. Und ich will nur ein Beispiel sagen, wie das geht. Ein Beispiel sagen, wie das geht. Also, ein Teil der Lösung ist zum Beispiel ein kostengünstiger öffentlicher Personennahverkehr. Das fordern die Klimabewegungen. Ich habe auf einer großen Studierendenvollversammlung Students for Future in Leipzig mitbegründet. Das war wie 68, eine Stimmung, 1500 Studierende. Der Held der Veranstaltung war der Betriebsratsvorsitzende öffentlicher Personennahverkehr. Warum? Ich hatte auch das gesagt mit einem möglichst kostengünstigen öffentlichen Personennahverkehr. Und dann hat er gesagt, der Kollege, schön und gut, Dörre, aber hast du mal bedacht, was das für die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsplatzsicherheit unserer Kollegen bedeutet, die eh schon nicht gut bezahlt werden. Und dann hat er aber nicht die Schlussfolgerung daraus gezogen, zu sagen, die Forderung ist Blödsinn, sondern er hat gesagt, ihr könnt uns helfen bei der nächsten Tarifrunde. Das war im Mai 2019. Was ist passiert? In mindestens 25 Städten haben sich Solidaritätskomitees aus der Klimabewegung gebildet, die Tarifrunde im öffentlichen Personennahverkehr unter Pandemiebedingungen unterstützt haben. Verdi hat die Tarifrunde auch angelegt als einen Beitrag zum Klimaschutz. Und umgekehrt haben die Studierenden Einblick gewonnen, wie die Arbeitsverhältnisse in diesen Bereichen eigentlich sind. Und waren für was erstaunt. Das hat nicht überall gut geklappt. Gerade in Leipzig gab es große Vorbehalte der Belegschaften. Aber es ist ein zartes Pflänzchen, an dem wir ansetzen müssen, das wir weiterentwickeln müssen, zu neuen Allianzen, die wir brauchen, um diese Gesellschaft zu verändern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Es liegen gewaltige Aufgaben vor uns. Die meistern wir nur, wenn wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Weil das so ist, möchte ich abschließend aus einem Manifest zitieren, das ist vielleicht ein bisschen riskant, vielleicht aber auch nicht für eine erste Mai-Kundgebung, aus einem Manifest zitieren, das aus feministischer Perspektive argumentiert. Es ist verfasst worden von meinen drei Kolleginnen, US-Kolleginnen, Cynthia Arusa, Titi Bhattacharya und Nancy Fraser. Und es nennt sich Feminismus für die 99%. Ich zitiere: Der Feminismus, der uns vorschwebt, verzichtet auf halbherzige Maßnahmen und ist bestrebt, die kapitalistischen Ursachen einer metastasierenden Barbarei anzugehen, indem er sich weigert, das Wohlergehen der vielen, der Freiheit der wenigen zu opfern, verteidigt er die Bedürfnisse und Rechte der vielen armen Frauen und Frauen aus der Arbeiterklasse, von rassifizierten und migrantischen Frauen, von queer und trans- und körperbehinderten Frauen, von Frauen, die man ermutigt, sich zur Mittelschicht zu zählen, obgleich das Kapital sie ausbeutet. Doch damit nicht genug. Dieser Feminismus beschränkt sich nicht auf Frauenthemen, wie man sie traditionell definiert hat. Er vertritt die Sache aller, die ausgebeutet, beherrscht und unterdrückt werden und hofft, eine Hoffnungsquelle für die gesamte Menschheit zu sein. Deswegen sprechen wir von einem Feminismus für die 99%. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das passt doch zu uns. Das könnten wir doch aus einer gewerkschaftlichen Perspektive ganz ähnlich formulieren.
An einem solchen Feminismus haben wir nicht das Geringste zu kritisieren. Im Gegenteil, die Frauenstreikbewegung, auf die sich das Manifest bezieht, zeigt uns, Solidarität ist Zukunft. Wenn wir das beherzigen, öffnen wir das Tor zu einer neuen, einer sozial und ökologisch nachhaltigen und deshalb besseren Welt. Dafür lasst uns kämpfen, gemeinsam, solidarisch, mit langem Atem. Herzlichen Dank und Glück auf! Applaus